Ja, hallo meine Lieben. Es ist endlich soweit. Ich habe ja ein Video gemacht, in dem ich meine erste große Liebe suche. Bin ich so mit 89, 12 Jahren. Ich verlinke das Video oben da im Eck. Und sie hieß Karotte. Und ich freue mich sehr. Tada! Karotte ist da und sie fühlt sich nicht wohl vor der Kamera, aber sie macht es trotzdem. Ich danke dir. Gerne. Ah, servus. Grüß dich. Karotte, wie heißt du wirklich? Christine. Christine. Freut mich sehr. Servus. Ah, danke, dass du dich zu dem Treffen bereit erklärt hast. Sehr gerne. Du kannst dich noch erinnern an unsere Sportwoche da, was das war? Ein bisschen zumindest? Ein bisschen, ja. Schon ziemlich lang her, gell? Wir sind jetzt 28 Jahre. Ja. Fuck. Ja. Aber gut gehalten haben wir uns, oder? Ich finde auch. So, bist du jetzt Mama? Ich bin arbeitest du? Mama, was machst du? Mama von 2 Kindern, einmal 8, einmal 14. Ziemlich angehängt als solches. Okay. Als solche. Und ich arbeite im AKH als Anästhesiekrankenpflegerin. Krankenpflegerin jetzt. Nicht mehr Schwester, gell? Nichts mehr mit Schwester, nein, ist abgeschafft. Okay. Ja, und mit 20 Stunden, das reicht. Mhm. Damit ausgewogen so Work-Life-Balance. Es kommt jetzt wieder ein bisschen mehr die Zeit für Life mich. Und weniger Balance. Okay. Und verheiratet, nehme ich an. Genau. Seit 15 Jahren. Was? 15 Jahre, seit 20 Jahren. Zusammen. Ein paar, ja. Schon ziemlich lange eigentlich. Voll, okay. Ja. So, die erste Frage, die ich jetzt unbedingt noch stellen muss, ist, wie creepy war das von mir? Ich habe es eigentlich gar nicht so heftig empfunden. Ich habe es nur wahnsinnig spannend gefunden, weil so eben über diese Facebook-Ebene, Messenger und so, und war für mich so ganz coole Sache, weil danke, dass es Facebook gibt und dass das so möglich war, weil sonst wäre es wahrscheinlich ziemlich schwierig geworden. Ja. Aber es war sofort die Erinnerung da und ja, ich weiß noch. Ich muss zur Erklärung sagen, ich habe das Video, ich suche meine erste große Liebe, Anfang Jänner gemacht. Das war das erste Video von 2017. Und die Idee dahinter war, meinen YouTube-Kanal ins neue Jahr zu starten und mit was Großem, was Phänomenalem. Außerdem wollte ich wissen, ob dieses Social Web wirklich das kann, was sie so verspricht. Weil wie Facebook aufgekommen ist, hat sie geheißen, da finden sie die Leute, ehemalige Schulkollegen, beste Freunde aus dem Kindergarten und so weiter, die finden sie alle wieder. Und ich wollte schauen, ob das wirklich funktioniert. Und ich habe das Video auf YouTube hochgeladen und da hat es nicht wirklich so funktioniert. Leute haben es angeschaut, haben es geliked und Kommentare und so. Aber ich habe dann den richtigen Zeitpunkt abgewartet. Und zwar, wenn es um Liebe geht. Den 14. Februar natürlich. Valentinstag. Ich selber morgen ja nicht so den Tag, aber für das war er ideal. Und ich habe dann das Video auf Facebook hochgeladen. Am 14. Februar in der Früh um 8 Uhr ist es live gegangen. Mit einem schönen romantischen Text. Ah, Leute, bitte helft mir. 14. Februar, Valentinstag, ich suche meine große Liebe. Und BOOM! Ich glaube, über 2000 Views und über 10.000 Teilungen und bla 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 und 100.000 haben es gesehen. Und über Facebook hat es dann echt funktioniert. Und so habe ich die gefunden. Das war wirklich Facebook. Das ist echt sehr spannend gewesen. Weil ich YouTube hat es nicht geschafft. Da hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so reingeschaut, bin ich nicht so viel. Auf Facebook jetzt auch nicht so viel. Aber eben durch diese durch die eine ehemalige Schulkollegin von mir, so ist das irgendwie ins Laufen gekommen, weil die mein Grüppchen organisiert hat, so machen wir ein Treffen. Das hat zwar bis jetzt noch nicht stattgefunden, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch, gell? Okay, ja, du. Wir haben gesehen, wir haben uns im Februar
zusammengeschrieben. Genau, ja. Und jetzt haben wir Juni. Ja. Es hat dann etwas gedauert. Ja, mit ein paar Nachrichten dazwischen, gell? Genau. Dass man am Laufenden bleibt. Das ist aber jetzt ist es gegangen. Ja, ja. Das ist voll super. Was hat deine Mama gesagt? Die hat sich total gefreut. Ja? Ja, und der hat mich da auch bestärkt und hast schon zurückgeschrieben. Meld dich bei dem, ist doch eine ganz klasse Sache und so. Super, und deine Kinder? Die waren da auch sehr interessiert. Ja? Gesagt, mir hast dich schon getroffen. Du, was hat der jetzt? Und Ding und ja, das ist und so. Und damals haben wir uns getroffen und das war eben diese Projektwoche. Und ja, war, mhm, war ganz, ganz interessant. Haben irgendwie alle daran teilgehabt. Ja. Cool. Wie heißt deine Tochter? Charlotte. Und der Bruder? Tobias. Okay. Charlotte Tobias, falls ihr mir jetzt seht, ich habe Glasknochen, Osteogenes ist Imperfekter. Mami kann dir das wahrscheinlich genauer erklären. Im Prinzip ist es so, dass ich mir früher oft was gebrochen habe und jetzt weniger oft. Und das ist auch der Grund, warum ich so klar bin. Ja, aber im Prinzip ist das, ist meine Behinderung jetzt nicht viel anders wie die roten Haare eurer Mama. Es ist einfach ein Teil von mir, der den Leid gleich auffällt, aber der jetzt nicht das Zentrum und das Wichtigste ist und mein Leben nicht vollends bestimmt. Es hat schon Einfluss drauf, wie ich lebe, aber es ist jetzt nicht, nicht alles dreht sich nur um das. Genau. Also, ja, falls es euch interessiert. Aber ich habe schon Videos gemacht über meine Behinderung. Werde ich auch da oben verlinken. Schaut mal rein. Ja, ich habe mich gefreut, dass du Zeit genommen hast. Mich hat es auch sehr gefreut. Ah, Karotte. Sehr geil. Aber so generell, dir geht's gut. Bist du mit deinem Leben zufrieden, ja, soweit? Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich werde jetzt wieder schauen, dass ich mehr für mich machen darf. Ganz viel für die Kinder und für die Familie. Und jetzt drückt der Partner wieder ein bisschen näher zu mir. Okay. Ja, ich habe viele Freunde, die Kinder haben. Und die alle so sagen so, naja, man ist halt Mama. Ja. Und man ist halt Papa. Ja. Ja. Aber wenig Mann und wenig Frau. Ja. Ja. Und vor allem wenig sich selbst sozusagen. Ja. Man darf sich selbst nicht vergessen bei dem Ganzen. Man muss sich selbst schon treu bleiben, auch in fast einen gesunden Egoismus entwickeln und sagen, ab und zu darf man einfach auch nur für sich selber sein und das machen, was einem Spaß macht. Ja. Wenn man das dann tolerant lebt und wenn das von beiden Seiten kommt, dann funktioniert das auch über einen langen Zeitraum. 20 Jahre ist es ja auch Zeit, oder? Na super. Ja, das war's eigentlich. Wir haben uns ja jetzt schon länger getroffen, jetzt haben wir schon länger gequatscht, aber das ist der Beweis, ich habe Karotte getroffen. Das Offizielle. Ganz offiziell, genau. Danke fürs Reinschauen, Leute. Und ja, und danke fürs Teilen, für alle, die auf Facebook das geteilt haben. Das Video kommt auch auf Facebook hoch. Und an die Schulkollegin, was tun wir ihren Namen? Natascha. Natascha. Ich danke dir. Okay. Ja, cool. Dann, das war's, gell? Super, ich danke dir. Macht's. Für dich.